Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Dann mal hier. Ja. Erstatterhand wie Bericht. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. So, das machen wir jetzt. Dafür müssen wir aber. Wo ist er jetzt hin? Ach, hier unten. Willkommen zu Hause. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas noch geschafft? Können wir da irgendwelche Siegel bei Item abgeben? Weil von dem kriege ich diese Feuerpfeile. Die will ich haben. Können wir gleich mal gucken. Dann können wir sowieso mal gucken, was wir hier noch alles aufbauen können. Treffendrop. Ach ja, ist ja gut. Ostern. Eivor ist hier. Nun können wir das klären. Worum geht es denn dieses Mal, hm? Dieser Spielverderber will Erstre nicht feiern. Es ist Tag und Nacht gleiche. Der Schleier zwischen unseren Welten wird gefährlich dünn sein. Wir müssen uns vorbereiten. Warum nicht beides? Bereitet euch auf den Frühlingsanfang vor und feiert Erstre. Ich sehe, ihr habt schon mit dem Schmücken begonnen. Natürlich haben wir das. Das machen wir immer. Außerdem gibt es einige Veranstaltungen, unter anderem ein paar Lieblinge vom Julfest. Der ganze Lärm und Spaß wird die Geister anlocken. Ich werde dir helfen, die Siedlung vor ihnen zu schützen, Alvis. Gut, suche mich nach Einbruch der Nacht auf. Und bevor er dir die Eierjagd erklärt, wisse, dass ich dazu genötigt wurde. Wohlan, es gibt viel zu tun. Du könntest Norwid beim Schmücken helfen und Maida braucht etwas Aufmunterung. Sie hat es nicht gut aufgenommen, dass sie zur Frühjahrskönigin gekrönt wurde. Es gibt also viel zu tun. Und diese Eierjagd? Oh, die hat bereits begonnen. Sag Bescheid, wenn du dafür bereit bist. Nö, machen wir nicht. Ich möchte jetzt das nicht machen. Item. Norwid. Norwid? Ich habe gehört, du brauchst meine Hilfe. So ist es. Also, so, ich fürchte. Ich habe ein. Danke. Nun muss ich gehen. Auf bald. Das ist ja eine Item, der sah aber so aus wie Item. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Wo sind wir hier, verdammte Axt? Gott, die schicken ihn hier hin, hier dreimal gedreht. Warte mal, hier ist das Haus. Von der. Okay. Hier ist der Schmied. Gucken wir mal, ob wir irgendwas. Meine Freunde werden es euch heimzahlen. Sag mal, bleibt doch mal gerade stehen. Nee, gerade, Mädchen, gerade. Alter. Drückst nach oben und die dreht sich nach rechts und nach links. Was kannst du mir heute anbieten? Na, ich hoffe, dass sie hier meine Aussehen ändern. Okay. Ist es das, was du suchst? Ich hab nicht so eine Dinger da, weißt du? So eine Bommeln hier. Kupfernickelbarren. Verdammt. Ausrüstung abwerten. Änderung. Will ich eigentlich gar nicht. Sonst kann ich nichts für dich tun? Nee. Ich muss gehen.
Bleib gesund. Kann ich Dinge einschmelzen? Fragezeichen. Beziehungsweise kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich hätte ja eine... Nee, kann ich nicht. Bei Waffen vielleicht? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann hier irgendwie... da noch was machen. Na gut. Okay, wir haben so eine Dinger nicht. Können wir auch nichts machen dagegen. So. Können wir bei ihm irgendwas... Das ist ja ihr Item. Hallo. Die sehen sie fast ähnlich. Ordenssiegel geben. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Sehe ich irgendwo, wo ich Ordenssiegel habe? Das ist bestimmt bei Questgegenständen, oder? Oder ne? Nun gut. WTF? Alter, ist das gruselig. Hier ist der Fischladen. Ich mache erstmal hier mit Randvieh rum. Und dann gucken wir mal. Ulfi, schön dich zu sehen. Ich kann warten. Gar kein Problem. Sehr gut. Eivor, Tür sei Dank. Ich habe laute Stimmen gehört. Ist etwas? Holmgeir hat mich bestohlen. Ich verlange, dass er bestraft wird. Stehlen ist ein starkes Wort. Stiehlt das Reh, wenn es aus dem Fluss trinkt? Bestiehlt die Krähe ein Feld, wenn sie das süße Gras frisst? Die Angelegenheit erfordert ein feinfühliges Urteil. Würdest du? Natürlich. Nochmal von vorn. Bitte. Sieh an! Dir scheint keine Ausrede zu gering zu sein. Du kannst nicht von diesem Stuhl lassen, was? Wer eignete sich besser, um in Sigurds Abwesenheit die Konflikte zu lösen? Vielleicht lässt du sie das selbst klären. Aber das würde bedeuten, etwas abzugeben, nicht wahr? Beginnt von vorn. Sagt mir, was passiert ist. Ich beginne. Also, dieser philisterhafte Sachse hat mich fälschlicherweise beschuldigt. Ein Philly, was? Machst du dich über mich lustig? Ruhe, bitte. Ich höre beide Seiten an und treffe eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung. Verstanden? Ruhe dann. Erzähl mir deine Sicht auf die Geschehnisse. Nun, wie du sicherlich weißt, sind Holmgeir und ich Nachbarn. Ich habe ihn oft dabei erwischt, wie er in meinem Stall Werkzeuge stahl. Auslieh. Holmgeir, lass ihn sprechen. Stehlen, ausleihen, es ist doch so. Ich habe ihm stets gestattet, zu nutzen, was er braucht. Ich bewundere eure nordische Großzügigkeit und wollte ihr gerecht werden. Aber heute Morgen hat Holmgeir meine Güte ausgereizt. Als ich den Stall zur Fütterung betrat, fehlte meiner schönsten, sanftmütigsten Stute der Schweif. Kein einziges Haar war mehr da. Ich schäme mich, es zu sagen, aber mein erster Verdacht führte mich zu Holmgeir. Und ich hatte recht. Denn als ich hinüberspähte, sah ich, wie er den in Farbe getränkten Schweif des Tieres in der Hand hielt und ihn über einen Stoff... Ich malte, Ruadan. Ich malte. Bei dir klingt das so primitiv. Siehst du? Diese ganze Überheblichkeit. Es wird Jahre dauern, bis Elfjifus Schweif wieder so lang ist. Ich verlange eine Wiedergutmachung. Ich verstehe. Hab Dank, Ruadan. Holmgeir, erzähle mir deine Sicht. Eivor, du kennst mich seit Jahren als Skalde. Du hast gesehen, wie meine Gedichte den Menschen Freude und Weisheit bringen. Und du weißt, dass meine Arbeit eine gewisse, na sagen wir, Freiheit braucht. Ich brauche für meine Dichtkunst häufig seltene Dinge. So ist das nun mal.
Und oft, wenn mir das nötige Werkzeug fehlt, muss ich etwas Neues probieren. Alves Gehstock, Tovas Farben. Man gab mir all das freigebig. Du hast meinem Pferd den Schweif für einen Pinsel abgeschnitten, du! Uradan? Nun, wie ich bereits ausgeführt habe, erkannte ich an diesem schicksalhaften Morgen, dass meine poetischen Bestrebungen einige wohlplatzierte Pinselstriche vertragen könnten. Ich dachte da an einen faserigen Ast, einen Stoff oder meine Hände. Aber nein, ich brauchte etwas Weicheres. Für den perfekten Pinsel brauchte ich das feine Haar eines gepflegten Pferdes. Und da kam mir eine bekannte Quelle in den Sinn. Du hast Elfifuß Schweif am Steiß abgeschnitten, ohne zu fragen! Es war früh am Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank, Holmger. Ich denke, ich verstehe deine Sicht. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn ihr bitte... Mein Pferd sieht grässlich aus. Es ist kaum ansehnlicher als ein Esel. Du musst etwas unternehmen. Verwechsle Haar nicht mit Schönheit, Ruadan. Sie strahlt noch immer. Elfchifus Haar wird bald nachgewachsen sein. Ruhe, alle beide. Hört zu. Ich finde auch, Ruadan hat recht. Er hätte fragen können. Holmger, Ruadan ist eindeutig im Recht. Du hast den Schweif abgeschnitten, ohne um Erlaubnis zu bitten. Ich habe ihn nur geliehen. Geliehen! Da er nachwachsen wird, ist es doch ein Verbrechen ohne Geschädigten. Es wurden gleich zwei geschädigt, Holmger. Du hast genommen, ohne zu fragen. Und das ist nicht hinnehmbar. Da sein Pferd nun weniger wert ist, wirst du Ruadan das erstatten, was er dafür bekommen hätte. Aber er wollte es nicht verkaufen. Gib es zu, Ruadan! Meine Entscheidung ist endgültig. Begleich deine Schuld und begegnet euch morgen als Freunde. Und darf ich dann das Pferd behalten? Bezahl den Mann, dann ist die Sache erledigt. Ruadan, ist das genug? Ja. Vielen Dank, Eivor. Gut. Dann lassen wir die Sache mit Tyrs Segen ruhen. Wir sind fertig. Kehrt in Frieden nach Hause zurück. Klar. Willst du mir, dich mit einem farbenfrohen Bild zu entlohnen? Immerhin hast du zu seiner Entstehung beigetragen. Auf keinen Fall. Silber ist das Einzige, was ich von dir sehen möchte. Ich sag mal so, das ist also, er hätte ja fragen können, aber er hat ja nicht gefragt. Also ist das für mich die sinnvollste Entscheidung oder die logischste Entscheidung gewesen. Klar wächst das wieder nach, aber er hat nicht gefragt. Wisst ihr, was macht er als Nächster? Der braucht das Blut von dem Gaul und schneidet ihm die Kehle durch? Naja, ist kritisch. Er hat's doch nur Elin. Will er ihm den neuen farbverschmierten Pinsel da wieder antackern oder was? Haben die überhaupt schon Tacker erfunden? Nee. Siehste, da geht's doch schon los. Die haben doch nicht mal den Tacker erfunden. Ach, herrlich. Rand wie du. Geile Socke. Was ist denn das da hinten? Was versteckst du hier vor mir? Es wird immer schwieriger, Evo über den Bündnistisch hinweg anzusehen und nicht daran zu denken, was sein könnte. Ich sage mir, dass es nur an Sigurds Abwesenheit liegt, doch die Lüge löst sich mit jedem Tag weiter auf. Was? Schnucki, was ist los? Scheolbert. Haben wir ja eigentlich schon eine neue Post bekommen? Nee, wa? Eine Nachricht für mich. Doch. Gucken wir da erstmal in Scheowulfs Brief lesen. Eivor, ich bete, dieser Brief trifft dich und meinen Sohn wohlbehalten an. Scheolbert schrieb mir nun schon einige Male, häufig mit so haargenauen Schilderungen. Es ist, als wäre ich fort. Er bewundert dich, vertraut dir. Es wärmt mein Herz zu wissen, dass er jemanden hat, zu dem er aufblickt. Ich weiß, du wirst seiner gerecht werden. Was mich betrifft, so habe ich mich gut in diese neue Rolle eingelebt. Mein Hof steht hinter mir und das Volk ist mir treu. Zum ersten Mal seit langem ist Mercia befriedet. Dank dir, König Scheowulf II.
Sehr gut. Hören wir wenigstens mal was. So, Randvi. Was ist denn los, mein Schatzeli? Oh, hallo, Eivor. Sei gegrüßt. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Dieser Holmgeier ist schon etwas eigen. Ich beneide ihn fast. Er sieht die Welt durch solch ein trübes Glas und hat nur belanglose Probleme. Er geht so sorglos durch die Welt. Verfolgen wir diesen Gedanken nicht so weit. Ich brauche dich so, wie du bist. East Engler steht uns bei. Ihr König Oswald hat uns seine Treue zugesichert. Eivor Königsquell werden wir dich bald nennen. Sehr gut. Bündnis geschlossen, East Engler. Bemerkenswerte Neuigkeiten. König Ciowulf hat Ciolbert nach Schrobischir geschickt. Er hofft, ihn dort als Aldermann einzusetzen. Schön. Er sollte dieser Rolle gewachsen sein. Schließlich hat er viel von dir gelernt. Ich gab ihm nur einen Vorgeschmack auf mein Wissen. Alles Übrige muss er selbst herausfinden. Noch etwas. Ich weiß nicht, ob du es hörtest, aber Swain verstarb vor kurzem. Der arme Mann, er entschlief in seinem Bett. Ja, davon habe ich gehört. Der Arme. Ich wünschte, ich hätte vorher mehr Zeit mit ihm verbringen können. Das wünschen wir wohl alle. Vor allem Tova. Was soll ich jetzt machen? Randvi, geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut. Nur etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Nicht ehe du mir sagst, was dich bedrückt. Ich glaube, ich fühle mich eingesperrt. In diesem Raum, dieser Siedlung, diesem Leben. Mit deinem Leben kann ich dir gerade nicht helfen. Aber ich kann dich aus diesem Raum holen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Es gibt noch so viel zu tun. Hör auf. Vergiss all die Bündnisse und Verantwortung. Nur für ein paar Stunden. Wir könnten ausreiten. Nach Granterbrück oder woanders hin. Mal was anderes sehen. Das klingt wunderbar. Und zu weit weg, um es gerade in Betracht zu ziehen. Aber danke, Eivor. Ein anderes Mal vielleicht. Also, was brauchst du? Gönn dir eine Pause, Randvi. Brechen wir nach Granterbrück schier auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde. Also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. Wie sie das sagt, folge mir. Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt. Ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen, um nach Granterbrück schier zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Pferd? Pferd war gestern. Neue Gesichter, haben sie gesagt. Das werdet ihr für den. So. Können wir hier einfach reinspringen? Warte mal, wo müssen wir denn überhaupt lang? Wo will sie denn, wo wollen wir denn eigentlich hin? Hier drüben. Naja, dann. So. Jetzt habe ich mir wieder verschluckt. Moment. Holy shit, Alter. Bringt sie uns jetzt dahin, ja, wa? Ziel kann nicht erreicht werden, warum nicht?
Die würde auch denken, Alter, wo reitet die mit mir hin? Hier so ein bisschen am Wasser lang. Ist doch cool. Schade, dass die verheiratet ist. Könnte man sie ja mal glattweg mal ranschmeißen. Kommen wir hier wieder hoch oder nicht? Ja, guck mal hier. Hier ist es wirklich schön. Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaftern zu hören, ohne es je selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Tja, manchmal ist es wirklich hilfreich, mal so vor die Tür zu gehen. Einfach mal in den Wald. Du hast ihn getötet! Stirb! Wem hat er getötet? Ich hab keinen getötet. Eivor, dort. Was ist das? Hierher zog sich das Sommerheer zurück, als Grantabrück verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Grantabrück Schier. Wie hieß die da drüben nochmal? Ich weiß es ja nicht mehr. Da wären wir. Willkommen in Grantabrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat das Sommerheer dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe London und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Westsexe bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. Soma, genau. Ah, Randy, komm. Sieh mal einer an, wenn das nicht Eivor ist. Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randy, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randy. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenafort. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet, östlich von hier. Direkt am Ufer. Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Es hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern. Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mein Pferd gestohlen. Und was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. Na. Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvi.
Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon. Ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwelt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant. Wir helfen Magni und beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Wo ist denn dieser Haus her? Der Rabenclan braucht deine ruhige Hand. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Nicht im geringsten, Eivor Wolfsmal, Drengar mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit solch imposanter Führungskraft verspotten. Das klingt trotzdem wieder wie verspotten. Aber wie sie schon wieder gesagt hat, oder du hast vielleicht was anderes vor? Pass doch mal auf! Klar, ich war da anderes vor, aber wir müssen jetzt kämpfen. Und da du die Frau vom König bist, ist auch schlecht. Andererseits wird sie ihn wahrscheinlich nicht stören, wenn seine Frau und wir ein wenig rummachen. Dort, das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht bei mir. Tu, was ich tue. Ich soll ernst zum Horizont starren? Ich bitte darum. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich dachte, wir wollten uns hineinschleichen. Du sahst so kampfeshungrig aus. Also schlag zu. Ich lass dich bluten. Du sahst so kampfeshungrig aus. Also zurück, schlag zu. Zurück! Hat der lebt ja auch noch. Das ist, wenn du die Weiber drauf loslässt, wisst ihr? Der hat noch Pfeile. Oh. Ich fühle mich. Lass mich, verfluchter Mal! Gut, das wäre erledigt. Bringen wir Magni sein Pferd. Ja, du warte doch erstmal. Haben wir hier noch irgendwas? Oh ja. Warte mal, hier ist. Hier. Haben wir noch irgendwas? Wo ist denn mein Reittier? Warte mal, warte mal. Ach da. Sehr gut, hat doch alles gut geklappt. Was für ein Nervenkitzel, Eivor. Wir sind die Retter von Granterbrück. Kennst du noch weitere Städte, die es zu befreien gilt? Meinst du nicht, das war genug Aufregung für einen Tag? Wir sollten in die Siedlung zurückkehren. Oder wir trinken noch etwas. Oder wir trinken noch etwas. Zur Feier unseres Sieges. Zu Hause. Thekla hat mehr Met und Ale, als wir je runterkriegen. Eivor, unser Ausflug hat gerade erst begonnen. Such uns ein Alehaus, in dem wir uns niederlassen können. Bringen wir zuerst das Pferd zurück. Und falls dein Durst anhält, sehen wir uns um. Los doch, fordere mich herein!
Magni, wir haben dein Räuberproblem gelöst. Habt ihr das? Gut gemacht. Konntet ihr mein treues Ross wiederfinden? Dein Pferd steht draußen und wartet auf dich. Bei den Göttern. Es geht ihm gut. Danke, Eivor. Und auch deiner Freundin Randvi, wo auch immer sie steckt. Sie muss hier irgendwo sein. Eivor, hier drüben. Sieh dir das an. Ist da jemand durstig? Du willst dich wohl unbedingt besaufen, was? Ich will dich besoffen machen. Komm, oder hast du Angst, dass ich mehr vertrage? Um ehrlich zu sein, ein wenig. Na, Freunde, ich mache aber an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.